Die Geschichte heißt Der Rattenfänger von Hameln. Okay? Es war einmal vor langer, langer Zeit im Jahre 1284. Ja, das ist vor langer Zeit im Jahre 1284, vor langer, 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 langer Zeit, ja? Da lebte ein Mann. Ein besonderer Mann. Ja, nicht ein ganz normaler Mann. Es war ein besonderer Mann. Da lebte ein besonderer Mann. Hier ist er. Das ist der besondere Mann. Darf ich nennen? Ja. Aria sent a chat, I'm listening. So good. I think Aria is listening to your voice. Ja. Perfekt. Gut. Der Mann, ja, er hat keinen Namen in der Geschichte, ja. Aber der Mann ging in eine, er ging in eine Stadt, ja. Und die Stadt hieß Hameln, ja? Die Stadt hieß Hameln. Hameln war der Name der Stadt, ja? Wie Erlangen, das ist die eine Stadt, Hameln. Das ist der Name der Stadt. Der Mann hat keinen Namen, aber die Stadt hat einen Namen, ja? Hameln. Hameln ist eine Stadt in Deutschland. Hameln ist eine Stadt in Deutschland. Und Hameln ist nicht in Süddeutschland. Hameln ist in Norddeutschland, im Norden. Ja, im Norden. Ja, im Norden. Hameln ist eine Stadt im Norden in Deutschland. Und die Stadt Hameln hatte ein Problem. Ein großes Problem. Ja? In der Stadt gab es viele, 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 viele Ratten. Ratten, ja? Du hast eine kleine Maus, ja? Maus ist süß, ja? Oh, eine kleine Maus, ja? Eine Ratte ist groß und, oh, ja, gross. Hier ist die große Ratte. Und hier haben wir mal so komische, lange Nasen. So. Böse Augen. Ja. Das ist die Ratte. Ratten. Ja. Aber nicht eine Ratte und nicht zwei Ratten und nicht drei Ratten und nicht 100 Ratten, vielleicht 1000 Ratten. Ja. 1000 Ratten. 1000 Ratten. Viele, 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 viele Ratten gab es in Hameln, in der Stadt. Es gab Ratten in jedem Haus. Ja? Hier ist die Stadt. Hier sind die Häuser. Alle gleich. Ja? Und in jedem Haus waren Ratten. In dem Haus, in dem Haus, in dem Haus, in dem Haus. In jedem Haus. In jedem Haus waren
Ratten. Bäh. Yashi? Bitte. Okay. In jedem Haus waren Ratten. In jedem. In dem, in dem, in dem, in dem, in dem, in dem, in jedem Haus. Ja? Es gab kein Haus ohne Ratten. Ratten in allen Häusern. Yuck. Und es gab Ratten in jeder Straße. Ja? Hier ist eine Straße. Und dann ist da eine Straße und hier und da. Das sind die Straßen. Und in jeder Straße gab es Ratten. Ratten überall. In jeder Straße. In jedem Restaurant. Ja, du gehst zum Essen und eine Ratte läuft auf den Tisch. Uah. Uah. Ekelig. Ja, in jedem Restaurant. Und in jedem Bett. In jedem Bett. Das ist ekelhaft. Das stimmt, das ist richtig. Das ist super ekelig. Ja? In jedem Bett. Die Ratten waren überall. Überall Ratten. Ja? Überall. Hier. Alles. Überall. Bäh. Die Leute. Die Menschen in der Stadt waren nicht glücklich. Ja, ist klar. So viele Ratten, sie waren nicht glücklich. Ja, hier sind die Menschen in der Stadt. Und die Menschen, die Leute, die Menschen waren nicht glücklich. Boah, Ratten überall. Jucks. Sie waren nicht glücklich, denn es gab so viele Ratten. Und der Bürgermeister ist ein Mensch, es gibt eine Frau, kann eine Bürgermeisterin sein, oder ein Mann ist ein Bürgermeister, ja? Der Bürgermeister hier, mache ich mal hier, das ist der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist das. Ja, Mayor. Ja, er bestimmt über die Stadt. Ja, er macht die Regeln für die Stadt. Der Bürgermeister sagte, Hilfe, Hilfe, zu viele Ratten. Wir brauchen Hilfe. Ah, Hilfe. Jetzt kommt der besondere Mann. Der besondere Mann hörte von dem Problem in Hameln. Er hörte von den vielen, vielen Ratten. Und der besondere Mann ging nach Hameln. Er ging in die Stadt Hameln. Und der besondere Mann sagte zu dem Bürgermeister, ich bringe die Ratten weg. Ja? Du hast ein Problem und ich löse das Problem. Ich löse das Problem. Ein Problem lösen, ja, dann gibt es kein Problem mehr. Dann ist das Problem weg.
Es ist gelöst. Ja? Versteht ihr? I will solve the problem. Ja, genau. Ja? Dann ist das Problem gelöst. Es ist weg. Ich löse das Problem. Aber, Bürgermeister, ich löse das Problem und du gibst mir Geld. Ja? Du gibst mir Geld und ich löse das Problem. Kein Problem. Ja? Ich löse das Problem und du gibst mir Geld. Ja, sagte der besondere Mann. Und der Bürgermeister sagte, ja, alles, was du willst. Ja, nur keine Ratten mehr in Hameln. Nimm die Ratten, bring die Ratten weg. Du kriegst alles Geld, was du willst. Ja? Du bekommst das Geld. Klar. Ich gebe dir Geld. Ja? Der Mann war kein normaler Mann, ja? Er war ein besonderer Mann. Und der Mann war ein besonderer Mann, denn er war ein Rattenfänger. Ja, ein Fänger ist, du hast einen Ball und du hupp, fängst den Ball. Ja, du fängst den Ball. Und der Mann fängt nicht den Ball, er fängt die Ratten. Ja, er ist ein Rattenfänger. Darum ist er besonders. Er ist ein Rattenfänger. Der Rattenfänger hatte bunte Kleidung. Ja, der hatte sehr bunte Kleidung. Schau mal. So, hier ist die Jacke. So, dann da grün und rot und blau. Es war sehr bunt. Er hatte bunte Kleidung. Und er hatte eine Pfeife. Er hatte eine, nicht eine Pfeife, er hatte eine Flöte. Eine Flöte ist ein Musikinstrument. Ja, du hast eine Flöte und du spielst die Flöte. Ja? Ich male die Flöte. Achtung. Er hatte eine Flöte. So. Und dann sind hier Löcher. Ja? Kennt ihr eine Flöte? Ja? Ja, eine Flöte. Ja? Er spielte... Er spielte die Flöte. Der Rattenfänger hatte eine Flöte. Eine Flöte. Ja? Und die Flöte war auch... Ah, sehr gut. Ariel, kennst du die Geschichte? Ja. Auch, sehr gut. Und Yoshi kennt die Geschichte auch. Das weiß ich. Er hatte eine Flöte und die Flöte war auch nicht normal. Sie war besonders. Eine besondere Flöte. Ja? Keine normale Flöte. Der Mann ging auf die Straße. Ja? Hast du eine Flöte? Ja. Aber nicht Flöte, aber... Ah, schaut mal, Yoshi hat eine Flöte. Kannst du spielen? Nein? Ja, das ist meine Mama. Ah, okay, da von deiner Mama. Sehr gut, das ist eine Flöte, das ist richtig. Der Mann hatte eine Flöte und er ging mit der Flöte auf die Straße und er spielte.
Tratte auf der Flöte. Ja, man spielt auf einer Flöte. Das ist jetzt doof. Ich mache das hier. Er spielte auf der Flöte. Ja? Er spielte auf der Flöte und plötzlich waren auf der Straße Tausende von Ratten. Die 1000 Ratten waren hier auf der Straße, überall, wo der Mann war. Und die Ratten waren schnell. Die Ratten rannten auf die Straße zu dem Rattenfänger. Der Mann, der Rattenfänger, ging mit der Flöte, er spielte die Flöte und ging aus der Stadt. Er ging aus der Stadt und er ging zu einem Fluss. Hier ist der Fluss. Ja? Ein Fluss. Der Nil in Ägypten ist ein großer, großer Fluss. Ja? Oder was? River? Was? River? Ja, genau. Es ist ein großer, großer Fluss. Und der Mann ging, der Rattenfänger, ging mit der Flöte zu dem Fluss und er ging in das Wasser. Der Mann ging in das Wasser. Er lief mit der Flöte in das Wasser und das Wasser ging auf die Schuhe und dann bis zum Knie. Seht ihr mein Knie? Bis zum Knie und dann bis zum Bauch. Ja? Und die Ratten liefen hinter dem Rattenfänger in das Wasser. Der Mann konnte stehen, er war groß, ja? Und die Ratten konnten nicht schwimmen. Die Ratten konnten nicht schwimmen. Die Ratten liefen in das Wasser und die Ratten ertranken. Die Ratten ertranken. Ja, genau. Sie ertranken. Sie waren dann tot. Ja, sie ertranken in dem Wasser. Der Mann aber ging aus dem Wasser raus und ging wieder in die Stadt. Denn der Mann wollte sein Geld. Ja, und der Mann ging in die Stadt und die Leute in Hameln, die Menschen, waren so glücklich. Hurra! Alle Ratten sind weg. Wir haben kein Problem mehr. Huhuhu! Der Rattenfänger sagte zum Bürgermeister, Bürgermeister, das Problem ist gelöst. Du hast kein Problem mehr. Ich habe das Problem gelöst. Gib mir mein Geld. Ja, genau. Gib mir mein Geld. Und der Bürgermeister sagte, nein, nö, ich gebe dir kein Geld. Nö, kein Geld. Nein. Der Bürgermeister, das war keine gute Idee, Herr Bürgermeister. Der Bürgermeister sagte, nein, die Ratten sind weg. Ich habe kein Problem, aber du bekommst kein Geld. Kein Geld für den Rattenfänger.
Und der Rattenfänger war sauer, war wütend. Ja, er war nicht glücklich. Er war so sauer. Er war so wütend. Wütend ist auch gut, das ist ein schönes Wort. Er war so wütend, er war so sauer. Er wollte sein Geld. Wo ist mein Geld? Er ging aus der Stadt, aber am nächsten Tag, am nächsten Tag ging der Rattenfänger wieder in die Stadt Hameln. Aber jetzt, diesmal, hatte er keine bunte Kleidung. Die bunte Kleidung ist weg. Er hatte nicht die bunte Kleidung vom Rattenfänger, ja? Er war in Grün, wie ein Jäger. Wisst ihr von Rotkäppchen, der Jäger mit dem Gewehr? Ja. Ja, ein Jäger jagt Tiere. Hunter? Mhm. So, er sah aus wie ein Jäger. So, ein Jäger ist in Grün. Ein Jäger hat so ein Hut. Ja? So, jetzt kommt der wütende Jäger. Er sah aus wie ein Jäger. Sah aus wie, means looked like. Ja? Denn er ist kein Jäger, er ist ein Rattenfänger. Er sah aus. He looked like. Er sah aus wie ein Jäger. Und diesmal, dieses Mal, jetzt, diesmal ging der Rattenfänger, der besondere Mann, in die Straßen und spielte wieder seine besondere Flöte. Aber diesmal kamen keine Ratten. Diesmal rannten nicht die Ratten zu dem Rattenfänger. Diesmal rannten alle Kinder Da ist ein Mädchen vielleicht. Ja. Alle Kinder rannten zum Rattenfänger. Und der Rattenfänger lief durch die Straßen. Und es waren viele, viele, viele Kinder. Es waren Jungen, es waren Mädchen. Und sie waren vielleicht 4 Jahre alt. Oder 9 oder 10 oder 13, ja? Es waren viele, viele, viele Kinder. Ja, aber Babys können nicht rennen. Das Baby krabbelt. Ja? Alle Kinder rannten zu dem Rattenfänger. Und der Mann ging durch die Straßen aus der Stadt zurück zum Fluss. Und weiter am Fluss vorbei in die Berge, zu einem Berg. Ja, ein Berg wie die Alpen. Ja, oder der Himalaya ist auch ein Berg. Ja? Mountain? Mhm. Sie gingen zu einem Berg. Der Rattenfänger hatte 130 Kinder.
130 Kinder gingen mit dem Rattenfänger aus der Stadt vorbei am Fluss und in den Berg. Sie gingen zu dem Berg. Sie gingen in den Berg hinein. Ja, hier war vielleicht eine Öffnung und sie gingen in den Berg. In den Berg hinein. Und in der Stadt, die Leute waren nicht mehr glücklich. In der Stadt, dachten die Mütter und Väter, wo sind die Kinder? Wo sind alle Kinder? Sie sahen die Kinder nicht, denn die Kinder waren weg. Und die Menschen in der Stadt waren sehr traurig, denn alle Kinder waren weg. Und sie gingen und sie suchten die Kinder. Kinder, wo seid ihr? Kinder! Sie suchten die Kinder, aber... Die Kinder waren verloren. Die Kinder waren nicht da. Und die Leute in der Stadt fanden die Kinder nie wieder. Sie fanden die Kinder. Fanden die Kinder nie wieder. Die Kinder waren weg. Die Kinder waren für immer weg. Das Ende.